Moin moin liebe Leute, willkommen zurück hier bei Manni und Günis Force Imperium Stolz mit Holz und KKG und EKG und blablablub zusammen mit dem Manni. Doch. Dirk und doch. Ja. Und sagen, wir haben ja das hier erstmal abgeschlossen. Lass uns mal jetzt hier einen Fuchs machen und lass mal die Bäume oben einpflanzen gehen. Manni. Ja. Okay. Ja, was denn? Was hast du noch? Fisch. Ah. Alles gut. Okay. Ich würde noch ein Selfie machen mit dem Traktor. Ah, und Status, ist schön, ne? WhatsApp-Status. So, scheiße, ey, Günther, sag mal, haben wir irgendwo einen. Manni, komm, steig ein, wir fahren. Nee, 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 das wird nichts, Günther. Das wird nichts, das wird gar nichts. So, warte mal, ich muss auf jeden Fall. Ey, sag mal, wo ist denn unser Auto, Günther? Müsste hier irgendwo stehen im Gebüsch. Echt? Moment mal. Nee, warte, beim Händler. Ich glaube, beim Händler ist das. Ich sprint mal schnell hin. Ich komm mit. So. Ich habe uns schon mal so Dings bestellt hier. So eine Pflanzbox. Da ist ein Rucksack drin und Schaufel und alles ganze Equipment. Wir brauchen nur noch Setzlinge. Na, was will ich denn mit dem Rucksack, Mann? Ich sag doch schon einer am vorne rum. Ja, wir müssen mit der Schaufel, müssen wir das machen da oben. Da kommen wir mit keiner Maschine hin. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Die müssen auch ein bisschen, die können wir nicht so eng setzen und alles. Deswegen Schaufel, Spaten, ab geht's, ja, und die Bäume sind Dinge reingeballert. Wo steht das denn und wo steht unser Auto? Ja, hier ist unser LKW auf jeden Fall. So, pass auf, warte mal, schon mal schnell den Rucksack. Ja, hol mal. Kannst du mal gucken, wo unser Auto ist, Günther? Ja, ich muss mal suchen, ne. Scheiße, wir hatten das hier so eingeparkt. Ich bin schon nie raus. Ich brauche schon ein bisschen gleich hinten rum. Bist du sei. Ach du Scheiße. Da. Und. Da. Okay, und hier wieder rein. So, den Anhänger. Ja, der steht am Hof, Manni, bei uns an der alten Haus. Manni? Oh, oh. Was ist der denn? Was ist das denn? Was machen Sie da? Entschuldigung, ich wollte eigentlich auf den Beifahrersitz einsteigen. Das geht leider nicht. Ja, habe ich gerade gemerkt. Da brauchen wir leider einen Verbindungschip, dass man reinkommt, den haben Sie leider nicht. Na, okay. Tschüss, Herr Hausmeister. Wiederschön. Dann nimmt das Hausmeister schon hin. Ich komme hier nicht rüber. Jetzt der Zug kommt, dann bin ich aber am Arsch. Er ist allein.
Egon! Ja! Wo rennst du denn hin? Die wollen mich, die hauen mich die ganze Zeit, ich muss hier weg! Ich bin bei dir! Die sollen herkommen, ich hau die alle, vermöbel die alle! Aber ich will nicht! Wachtmeister, packen Sie doch mal einen Taser aus! Nein! Ja, jetzt gleich! Huaa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 a
Bitte? Antworten Sie mir die Frage. Ach so, das war eine Frage. Ich dachte, das wäre jetzt eine Drohung. Machen Sie. Ja, nein, ich mach das nicht nochmal. Wer bezahlt den Schaden vom Polizeiauto? Deine Mom. Weiß ich nicht, wer. Also ich nicht, das könnte schon mal sicher sein. Super! Wer bezahlt den Schaden von dem Auto? Weiß ich nicht. Lässt dir was einfallen. Der Taser lädt gleich. Super! Da, das ist Polizei, das ist Polizei. Das ist Hausmeistergewalt. Von dem Auto. Ja, Egon bezahlt das. Super! Das ist besser wie im Türkis. Da, wer bezahlt den Schaden vom Auto? Das ist jetzt die letzte Frage, weil sonst hau ich es einfach um. Ja, ich. Alles klar. Bezahlt ja einfach um, weil es gehört, das wäre klar. Da, Herr König, Sie kommen jetzt mit mir. Warum denn? Weil Sie stopfen jetzt mit den Konto, stopfen den in den Altkleidercontainer. Bis alles aufgeklärt ist, bleiben Sie jetzt im Polizeigewahrsam, haben Sie das verstanden? Ja, aber wo ist denn die Polizei? Die ist oben, wo sie die tollen, wunderschönen Autos entwendet haben. Herr Wachtmeister? Sie haben mich nicht verstanden. Ja. Ich sehe nur einen Hausmeister. Wir stoppen jetzt zu zweit jetzt in den Altkleidercontainer hier und dann geht's auf die Reise über den Ozean. Tschüss. Tschüss. Da. Hey, der Günther. Ich komme jetzt mit. Da, Herr Manni, ich sag gerne dann Bescheid, was mit Ihrem Compadre ist, ne? Brauchen Sie nicht, ist mir Wurst. Alles klar. Du bist so ein Arsch, Manni. Rein, der Manni hat mich dafür angestiftet. Das bezweifle ich. Das hab ich gehört. Das kannst du vergessen. Herr Wachtmeister glaubt, egal was der jetzt sagt, glauben Sie dem bitte das kein bezweifle ich. Wort. Genau. Zeigen Sie einfach einfach uns weg und Sie kommen jetzt mit mir mit. Wir nehmen da hinten das Auto. Perfekt. Perfekt. Zeigen Sie ein. Warum machen Sie das die ganze Zeit, hä? Was? Warum machen Sie die ganze Zeit Stress? Ja, ich mach keinen Stress, ich bin so. Nein, da kommen wir jetzt gar nicht durch. Taublet. Haben Sie gar gelacht? Sicher. Wollen Sie nur mal eine? Was? Ich hab einen Taser immer noch dabei, ich konnte sein Auto tasern. Wenn Sie einen Taser dabei haben, haben Sie auch da Ihr Wischmopp und alles dabei? Ich. Oh. Oder wissen Sie was? Oder ein bisschen Sägespäne, falls mal jemand auf den Boden kotzt, damit sie es abdecken können. Sind Sie bescheuert? Haben Sie jetzt genug, oder? Ja. Jetzt mal einen kleinen Formanöver. Unglaublich. Ist jetzt gut. Alles klar. Wie gesagt, es liegen mehrere Sachen gegen Sie vor und der müssen wir jetzt nachgehen. Und da Sie sich eigentlich generell unkooperativ zeigen, müssen wir jetzt leider diese drastischen Schritte gehen, wenn Sie es verstehen. Okay. Oh. Oh, das ist ja... Oh, was haben Sie denn gegessen heute? Nur was für dich, mein Freund, nur was für dich. Schalottenfrischkäse reingefuttert, oder wie? Ja, sicher. Das ist ja ekelhaft. Ja. Ah, dann warten Sie mal einen Moment, ne? Wie gesagt, Sie sind gefesselt. Ich muss kurz telefonieren. Wissen Sie eigentlich, dass ich Houdini bin? Ich kann mich aus Fesseln lösen. Nein, können Sie nicht, weil der Taser ist gleich auf Sie gerichtet. Okay. Ja, Sie warten jetzt. Ja. Da. Wie fühlt sich das an? Was? Erwischt geworden, oder erwischt worden, ja genau. Ein Sprachfehler habe ich auch nicht dabei genannt. Schau, wie sie mich auseinanderbringen. Warte, dass wir sie erwischt haben. Wie fühlt sich das an? Eigentlich noch nicht, noch haben sie gar nichts.
Sie denken, sie haben mich, aber... Mhm. Denkst du, was ich in meiner Hand hab? Keine Ahnung. So, es läuft jetzt folgendermaßen ab. Der Herr Oberstein kommt auf, der schildert dann, was alles gegen sie vorliegt. Dann werden wir die Anzeige bearbeiten. Dann gibt's eine Strafe und dann darf er es wieder gehen. Bevor die Strafe nicht beglichen worden ist, darf er es auch nicht mehr gehen. Und wenn ich einfach hier bleib? Sie können ja ewig lang da drin bleiben, das ist mir wurscht. Oh, finde ich okay. Also das ist das, wo sie jetzt sind. Steigen sie mal aus. Jetzt sind sie im Gefängnis. Was ich... Das Einzige, was ich hier sehe, das sieht aus wie das Haus von deiner Mutter. Wie ist das mit Beamtenbeleidigung? Ich hab du da, bist ich gar hab kein Beamter. Du bist ein Ordnungsamt-Fritzel. Meine eigene Umgehweise mit solchen Herren, wenn sie meinen, sie müssen hier einen Stress machen. So, Herr Günni, hören Sie uns noch? Nö. Kommen Sie mal rein zu mir. Na, das möchte ich jetzt nicht. Da stinkt sie in ihren Rülpsen. Kommen Sie mal her zu mir, zum Gitter. So, Herr Oberstein, schildern Sie mal kurz. Ja, Herr Oberstein. Ich möchte mal zur Anzeige bringen, mehrfacher Diebstahl eines Polizeiwagens oder Ordnungsamtfahrzeugs. Hast du dafür Zeugen? Die sind jetzt still. Ja, aber er wacht, Meister. Die sind jetzt still. Nee, hier ist doch alles abgekatert hier. Das sind doch alles Verschwörungen. Dann möchte ich zweifache Körperverletzung. Zweifache Körperverletzung. Nee, Moment mal kurz, Herr Oberstein. Moment, Moment. Jetzt hör mal auf damit! Wenn ich hier rauskomme, zieh ich dir die Haare und Rammelhalle lang, Alter. Da wollen Sie mich bedrohen jetzt auch noch? Ja, ich bedrohe dich. Das nächste ist, wenn du wach wirst, hast du da vom Pferd. Hast du vom Pferd den Schniedel im Gesicht? Mich wundert, dass Sie noch so viel sprechen können nach so viel Taserschlägen. Ja, weiß ich auch noch nicht. Wir sind hier zurück, haben Sie das verstanden? Ja. Sonst machen wir die Tür aber zu dann, und regeln das ohne Sie. Dann regel das so ohne mich. Okay. Da, Herr Oberstein. Ja. Nehmen wir das alles mal mit. Also, was liegt da jetzt vor? Mehrfacher Diebstahl eines Polizeiwagens oder Ordnungsamtfahrzeugs. Dann zweifache Körperverletzung. Einmal davon hat er. Ey, Moment einmal, Moment einmal. Was ist? Was soll denn das? Wenn Sie noch einmal versuchen, wieso haben Sie überhaupt eine Motorsäge da drin? Ja, weil ich mach Holzarbeiten mit meiner Säge. Ich habe auch Spraydosen ins Auge gesprüht. Sie wissen schon, dass die Zähne zu ist. Ja, alles gut. Also das wollte ich. Das war nicht beabsichtigt. Aber gut, meine lieben Freunde, was der Hausmeister und der Luschenstein da von mir wollen, das alles in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.